Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brotato, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel Hanno Uncut. Heute schauen wir uns den Einarmigen an. Einarmiger, super speziell und wenn man nicht weiß, wie, auch gar nicht so leicht, obwohl er die höchste Abschlussrate, glaube ich, hat, aber mir fiel er echt schwer. Er hat 200% Angriffstempo und alle Schadensmodifikationen, also alle Elementarschaden, Fernkampfschaden, Nahkampfschaden, Technik nicht, werden um 100% erhöht. Das heißt, man kriegt das Doppelte. Aber man kann nur eine Waffe tragen. Und da fehlt uns einfach der sechsfache Schaden. Versteht ihr, wie ich meine? Das heißt, man muss ein bisschen gucken, mit welcher Waffe geht man es an? Welche Waffe hat genug AOE-Clear? Bei Single-Target-Damage mit 100% Schadensmodifikation ist insane. Also das, meine Damen und Herren, ist der Glass-Cannon-Charakter. Voll und ganz. Ziel ist es von uns, mit der Schleuder, die prallt ja ab. Die Schüsse prallen ab. Und umso höhere Stufe sie hat, umso häufiger passieren die Abpraller. Ich glaube, bis zu auf der roten, glaube ich, 4 oder 5 Abpraller. Geil. Ah, der Track ist so nice. Damit wollen wir das Board clearen. Und damit wollen wir alles clearen. Mit so viel Attack Speed. Wir ballern da die ganze Zeit die Kugeln raus. Alle prallen ab. Überall Ping-Pong an den Wänden. Kennt ihr Squash? Das. Das wollen wir machen. Und nichts soll mehr... Also, da darf nichts leben. Wir gehen nämlich nicht auf Defense-Stats. Nicht viel. Ja? Wir hauen einfach nur übel raus. Stufe 5. Wie ever, immer, wir gehen rein. So, erste Stufe, super easy, ja, super easy, Lemon Squeezy. Ja, hier wird alles weggeknallt, ihr seht's. Und so muss es quasi, so wie in Welle 1, muss es jede Runde laufen. Das ist das Ziel. Hoppala, was war das denn? Die hat kurzes Bild irgendwie. Naja, so, wir haben auch schon echt viel. Ja, 60, krass. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir's an? Ach, scheiße! Ich bin einfach nur mit der Hand zurück zum Controller und hab da gefettfingert. Was haben wir jetzt bekommen? Tempo. 3 Tempo. Naja, was soll's. Ihr seht es rechts unten. 3 Elite-Gegner. Das ist übel gut für uns, weil wir wollen wirklich alle clearen. Sodass die abschmieren. Okay, geil. Direkt 2. Schleuder. Und anders als sonst, Hyper-Rerollen wir jetzt nicht für Waffen. Weil wir haben jetzt schon die blaue Schleuder. Wir müssen jetzt erstmal warten, dass wir mit Glück auf eine neue blaue Schleuder treffen. Das ist in den ersten Runden gar nicht möglich. Ergo, nehmen wir auf jeden Fall Attack Speed mit. Das Ding ist, das muss man bedenken wieder, die 2%, minus 2% Schaden werden zu minus 4. Ja, weil 10% Schadensmodifikation Erhöhung. Also, ne? So, nehmen wir trotzdem mit, weil Attack Speed und Schaden en masse. Reroll kostet noch gar nichts. Ein Nahkampfschaden werden zu 2, ist auch ein Schadensmodifikator. Crit-Chance 3, das könnte man. Ja, ich reroll hier noch auf was richtig krasses vielleicht. Den Cyberball könnte man reservieren, ist aber echt teuer. Weil sowas wie der Cyberball oder auch Baby-Elefant, also die durch Glück Basisschaden haben, die Items. Die werden ja auch erhöht durch unseren Schadensmodifikator in Prozent. Und auch sowas wie das Monsterauge, wo die Kugeln von einem wegfliegen, die so viel Schaden machen, wie man Max-Leben hat. Auch. Das heißt, diese Items sind super interessant. Ich überlege, ob ich das sperre. Aber es ist echt teuer. Und noch haben wir kein Glück. Wird sich aber ändern. Ich glaube... Oh, ich glaube, wir lassen es. Ja, ist nicht so mega prio. Ich würde es nicht nochmal rerollen, weil es leider nichts Gutes dabei. Go next. Immerhin 10% Attack Speed, ist cool. Und das Geile ist bei dem Bild sowas wie, hier, wie heißt es? Babymonster? Oder ein Liebesmonster? Liebesmonster, glaube ich. Nee, Liebesalien. Also, dass 5% mehr Gegner kommen. Aber man 5% mehr Schaden macht, das wird zu 10% Schaden. Also, ne? Ja! Aha, ich hab's gecallt. So, das ist mit das beste Item, was wir kriegen können im Early Game. Weil mehr Gegner bedeutet mehr Kohle. Wir müssen nur echt gucken, dass wir den Schaden umhalten. Das macht dir 10% mehr Schaden.
Boom! Insane. So. Hier nehmen wir Ausweichen mit, tatsächlich. Hier nehmen wir nichts mit. Hier nochmal Kaffee. I guess. Und Linse auch, weil das sind zwei Fernkampfschaden. Boom, seht ihr. Geht der Basisschaden jetzt von der Schleuder hoch. Oh, kleines Magazin, auch sehr schön. Ist aber ein absolutes No-Go, weil es minus 20% Schaden macht. Aber ansonsten, aber es macht auch 4 Fernkampfschaden. Aber minus 20% Schaden ist insane viel. Aber ich meine, die Verhältnismäßigkeit bleibt ja. Deswegen ist es so ein bisschen... Aber wir wollen ja auch mit dem Schadensmodifikator in Prozent, also der Basic-Schaden, ne, so und so viel Prozent mehr Schaden, den wollen wir hochhaben, weil spielt er auf andere Faktoren. Wie zum Beispiel, ne, hier, was wir eben gesehen haben, Cyberball, Baby-Elefant, hier Monster-Augen, D-Stars, Pipapo, you know? Oh, da war noch ein Zweier. Kommt hier alles weg, Digi. Und die nehmen wir auch noch mit. Ja, oh. Aber ihr seht, man cleart schon sehr gut. So, hier nehmen wir auf jeden Fall 5% Schaden mit. Wird zu 10. Ja, Lebensabzug würde ich, glaube ich, mitnehmen. Ansonsten wäre Glück auch echt wichtig. Ich glaube, wir nehmen sogar erstmal Glück mit. Ja. Okay. 6% Schaden. Ist sehr, sehr gut. Hässlicher Zahn, dann haben wir ihn. Ja. Wir slowen einfach alles des Todes. Ist wirklich sehr lecker. Lederweste wird gesaved. Und ansonsten können wir weitermachen. So. Ja, hier kommen wir 20 Base. Ist schon sehr gut. Oh, der hält 2 aus. Aber wir haben auch wirklich sehr viel Speed, you know? Das ist wirklich sehr lecker. So. Ah, schön. Toll, 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 toll. Ja, vielen ist aufgefallen, dass hier noch ein bisschen hallig ist. Hallig Hoge, kennt ihr? Da habe ich mal ein Vermessungspraktikum gemacht. Anyway. Werden wir natürlich noch ausstatten, ne? Gerade eingezogen. Müssen hier noch ein bisschen Schallisolierung an die Wände klatschen. Was heißt Schallisolierung? Schallisolierung ist insane. Wir haben hier Stasi-Türen. Also draußen hört man gar nichts. Hören die nicht. Aber hier drin ist so ein bisschen Echo noch, so ein bisschen Hall. Sowas nehmen wir jetzt mit. Ich glaube Lebensregeneration. Oder ich reroll, weil die safe blau sind. Für prozentualer Schaden oder Fernkampfschaden oder so. Ja, oh. Fernkampfschaden. Boom. Liebes Alien. Das saven wir weiter. Naidu. Reroll. Schleuder. Oh, Wettstein. Nehmen wir auch mit. Zack. 4% Lebensabzug. Nice. So. Guck mal. Hier. Oh, lecker. Jetzt auf einmal 25 Schaden. Nicht mehr 20. Also es ist ein Damage Race. Durch und durch. Und diesmal wirklich. Ich sag das oft, aber diesmal wirklich. Die dürfen... Wir brauchen keinen Defense-Stat, solange die nie an uns rankommen. Welle 8 wird interessant, wegen den heftigen Brechern. Ja. Ist klar. Also, oh, guck mal. Jetzt werden schon viele. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Stufe von Schleuder, dass es mehr Abpraller gibt. Ja. Oder, was auch ginge, ja, mehr Attack Speed. Weil dann piu, 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 und die fliegen ja überall rum. Und während die rumfliegen, spawnen neue und dann prallen die da ab. Also, ist gut. Ja, hier würde ich jetzt mal Glück mitnehmen, dass wir ein bisschen was haben. Geil. Nochmal Fernkampfschaden. Jetzt machen wir Damage. Da, pass auf, jetzt machen wir Trick 17. Also, Coupon. Das Ding ist, wir saven den. Wir saven Schleuder 2. Weil jetzt wird die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass wir Schleuder 3 bekommen. Lila. Und wenn wir Schleuder 3 bekommen... Nee, wait. Nein, nein, nein. Anders. Nee, das nehmen wir mit, klar. Nee, ich hatte schon mal die Situation... Da muss man beim One-Handed echt ein bisschen aufpassen, dass hier zum Beispiel jetzt die lilane Schleuder kam und man sich dann denkt, ja geil, dann verkaufe ich jetzt die blaue und nehme die lilane. Aber dann muss man die tatsächlich safen und erstmal abwarten, dass einem die blaue angeboten wird, weil das nicht unwahrscheinlich. Und dann kann man direkt auf die rote upgraden, wisst ihr? So, wir machen jetzt erstmal die lilane, toll. Dann nehmen wir hier den Wettstein. Ja, alles mit. Und Reroll. Wieso null? Habe ich einen Hasen? Nee. Habe ich einen gefährlichen Hasen? Nö. Warum hat das 0 gekostet? Anyway, gehen wir rein. So, lila, ultra gut. Boom, 38 Schaden. Ja, Freunde. Ja, also Elite sind aber eine kleine Herausforderung. Ohne Attack-Speed und ohne defensiven... Also wir haben ja gar keine Survivability eigentlich, ne? Wir haben keine großen Defensiv-Stats. Ich meine, wir haben den Zahn, dass wir alle Gegner slowen. Die wir treffen. Das ist natürlich ganz gut gegen Bosse, weil dann rennen wir einfach weg, hitten alles andere und dadurch werden die Bosse gehittet. Weißt du? Wisst ihr? Weil die kriegen. Die kriegen ja die ganze Zeit auf die Fresse trotzdem. Durch die Abpraller.
wie beim Squash. So. Oh, lecker. 200 Tacken. Ja, deswegen nehmen wir auch 6 Tempo jetzt, glaube ich, mit, dass wir diese Taktik weiterfahren können. Angriffstempo, Reichweite ist interessant, aber ich reroll lieber einmal. Glaskanone. Auf jeden Fall. Weil macht 50% mehr Schaden. Ich nehm's. Boom. Jetzt machen wir nicht 35, sondern 52 Schaden pro Hit. Und wir nehmen Schmetterling mit. Mit das Beste, was wir mit dem Bild kriegen können. Wir rerollen noch einmal. Ja, Holzfällerhemd. Oh, Kaffee. Ja, Kaffee. Und Holzfällerhemd spare ich mir, weil das wird immer wieder angeboten. Das ist ein Unique-Gegenstand. Das heißt, wenn man den einmal einkauft, kommt er nie wieder und versaut einem keine Slots. Guck mal, 100er Crits. Crit auch sehr valide mit dem Charakter, weil es einfach, also ihr macht ja so brutal viel Damage und durch die Crits könnt ihr dann wirklich auch Single-Target insane viel Schaden machen, nochmal mehr natürlich. Ist klar. Bietet sich hier wirklich an, weil man halt nur eine Waffe hat und dann wirklich diese hohen Schadenzahlen braucht auf einer Waffe. Ja. So. Das ist gut, das ist gut. Diese Eier, die schlüpfen halt nie. Oh, das war knapp. So, die Abpraller ist einfach nur geil, ne? Oh, hier stirbt alles. Hier stirbt einfach alles. Keine Chance. Das Ding ist, ich habe halt am Anfang mit dem immer zu viel gewollt, mit dem Charakter. Ich bin auf die Ätherwaffen gegangen, auf die Axt, weil ich mir dachte, okay, mit jedem 20. Gegner kriege ich 1% Schaden. Das sind ja dann 2. Stimmt auch. Aber ihr braucht halt Clear. Ich nehme hier Max Life, glaube ich, mit. Auch wenn Glück echt verlockend ist. Aber wir müssen auch irgendwann mal Glück Leben upgraden. Na, hätten wir schon 30, das ist schon echt gut. So, und hier nehmen wir 12% Schaden. Das sind 24, sind wir jetzt bei 104%. Es ist stupid. Nehmen wir Rakete, nochmal 20% mehr Schaden. 63. Leel, sage ich dazu. Ja, ein Fernkampfschaden, aber der macht den Braten jetzt auch nicht fett. Wir sparen lieber, gehen nächste Runde. Jetzt kommen die Brecher. Die werden wir nicht one-shotten, aber three-shotten, okay. Die dürfen uns aber auch echt nicht treffen, ey. So, komm mal her, mein Lieber. So, zack, weg mit dir. Oh, ja. Ey, hier reicht's halt, wenn man sich nur aufs Dodgen konzentriert. Weil man einfach eine Fernkampfwaffe hat und mit Abprallern hier spielt. Und oh, das war der geilste Song, wirklich. Ich habe einen Range-Hit kassiert. Das. Oh, und jetzt ein Nahkampf-Hit. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, okay. Ja, ab und zu. Anscheinend haben wir ein bisschen Lebensabzug. Kann das sein? Oder ist das Lebensabzug? Ne, wir haben mal 3 Lebensabzug, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, wir kriegen so viel Geld, das ist so geil. Bitte mehr Liebes-Alien. Wirklich wichtig und richtig. So. Alter, geil. Es läuft gut. Ja, hier würde ich 10 Glück tatsächlich jetzt mal mitnehmen. Augenbinde. Defensivstats. Reichweite brauchen wir gar nicht viel, weil wir mit Abprallern arbeiten. Injektion sehr verlockend. 14% mehr Schaden. Ich würde es mitnehmen. Tatsächlich. Ja. Ritual, perfekt. Ritual wirklich sehr gut. 12% Schaden, 2 Lebensabzug. Nehmen wir das Schwein mit. I guess, oder? So früh haben wir den, haben wir das viel wieder raus, oder? Oder wenn das jetzt noch. Ja, ich würde das Sparschwein saven. Und dann reroll ich wenig. 70er Hits. Es ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich. So, das ist jetzt eine gute Testwelle, wie viel AOE-Clear wir haben. Es ist ja kein AOE, streng genommen. Aber ihr versteht, was ich meine. Mass-Clear. Ja. Begrifflichkeiten sind im Gaming wichtig. Ja. So. Da gibt es nämlich viel Wischiwaschi immer. Oh. Ja, sieht aber gut aus. Sieht gut aus, läuft gut. Also wir one-hitten halt alles. Ab und zu kommen so 140er Crits in Runde 9. Welle 9. Begrifflichkeiten. So. Ja, wir haben ein bisschen wenig Glück. Das ist so das Einzige, aber ist eigentlich auch nicht schlimm. Weil wir... Wow.
brauchen gar nicht so viel Glück. Ah, da sind wir low gedroppt. Ab und zu mal, vielleicht mal jetzt irgendwas Rüstungsmäßiges wäre ganz nett. Da haben wir ja durch Glaskanone ein bisschen gedroppt. Aber gut. Den nehmen wir mit. Einfach for free. Ist immer nice to have. So, hier wäre jetzt Rüstung. Aber hier ist auch 15 Glück. Und hier wäre nochmal... Ja, wir nehmen mal Glück mit. Komm. Flügel. Okay. Also Flügel wirklich sehr, sehr gut. Holt unsere Reichweite wieder rein, weil wir ab und zu immer wieder Items holen, die Minusreichweite geben. Und 10 Tempo. Weil wenn wir Stromgenerator kriegen, der macht ja 1% mehr Schaden. Also er gibt uns 1% mehr Schaden für jedes 1% Tempo, was wir haben. Aber das ja mal 2. Also er gibt für jeden Prozent Tempo 2% mehr Schaden. Wegen One-Handed. Die beiden nehme ich mit und dann lasse ich es gut sein. Weil ich jetzt prozentual durch das Sparschwein echt viel Geld kriege. Da habe ich schon, ist fast wieder raus, so nach dem Motto. Oder bald. Und, also den Preis. Und ich bin echt good to go. Also ich bin gerade sehr ahead. Dementsprechend alles cool. Ich brauche jetzt nicht hier irgendwas auf Kampf rerollen. Ich schaffe diese Runde sowas von easy. Nächste Runde kommt halt Elite. Da werde ich voll investieren. Ja. Da werde ich wirklich komplett investieren. Wir haben sehr viele Zweier. Sehr gut. Läuft sehr gut. So, ich sammle hier nochmal alles ein. Dann gehen wir rüber. Ja, jetzt muss ich sagen. Okay, nö. Also, geht schon gut. Mit, okay. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht mit... Man muss halt konstant eigentlich auch immer hitten. Wenn man da ein bisschen sich in der Ecke verzieht und eine Weile nicht hittet, dann stacken natürlich die Gegner hoch, ne? Jetzt aber... Ja, ohne Rüstung, Digi, woo! Yeah! Oh Gott, ja, jetzt sind wir wieder oben auf. Okay, Digga, ich hab's ein bisschen unterschätzt, gebe ich early zu. Hab ich aber arsch viel Geld. Gut. Hier nehmen wir jetzt 9% Ausweichen, sind wir bei 26 und hier... Könnten wir einmal rerollen, aber 10% Schaden ist auch echt nice. Aber Rüstung wäre gut. 6 Fernkampfschaden. Okay, das müssen wir nehmen. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Okay, okay, okay. Also, gerade mal haben wir 80 Schaden. Eben haben wir deutlich... Also, boom. 105. Wenn uns der Boss hittet, sind wir tot. Wir sind, glaube ich, in One-Hit. Oh, ich glaube, ich würde es nicht provozieren. Aber wir machen arsch viel Schaden. Und wir haben auch echt viel Tempo. Aber wenn er uns hittet, war es das. Des Weiteren. Traktor in Welle 11 echt sehr gut. Aber minus 16% Schaden. Aber 11... Nee, nehmen wir. Weil nach 3 Runden haben wir den schon wieder drin. Und ab da stackt er die Kohle hoch. Ja, wobei... Nee, weil wir können es doch jetzt einfach nicht kaufen. Und durch Sparschwein haben wir die Kohle auch instant. So nach dem Motto... Ich glaube, ich würde ihn nicht nehmen, tatsächlich. Wäre das jetzt so Runde 8 oder 9, würde ich ihn nehmen. Aber Welle 11 nicht. So, Glaskanone ist mir zu tricky, weil, guck mal, minus Rüstung haut halt echt rein. Guckt euch das an. Guckt jetzt von eurem ersten Monitor rüber. 6% zusätzlicher Schaden. Wollen wir mal for the lulz? Boah, nee. Nee, wir... Oh. Aber ich rasiere den ganz schön Amenakoyon, ne? Nee, das ist mir zu risky. Die rote Schleuder bringt es schon. Ich glaube, wir schaffen den. Ist halt wichtig, dass wir den schaffen. Gerade der erste Elite ist immer... Da muss man immer schon ordentlich Damage am Start haben. Aber ich glaube, ich bin good to go ohne Glaskanone. Ich will einfach nicht sterben. Selbst wenn wir den nicht kriegen, aber ich überlebe es, ist... Also das Risiko ist jetzt einfach zu hoch. Wir können einmal rerollen. Vielleicht hier was anderes. Coupon nehmen wir einmal mit. Ja, go. Oder? Noch? Ja, go. Sparschwein. Ist gut. Okay. Okay. Das ist der einfachste Boss für uns. Parallel spawnen die dicken. Das ist gut, weil die richtig viele... Ich hätte Glaskanone easy nehmen können. Problem ist jetzt ein bisschen... Aber wir haben sehr viel Tempo. Aber das Problem ist, dass wir wenig Reichweite haben und nah ran müssen. Und wenn er seine Salven schießt, ist schon echt übel, wenn wir das... Ja, aber das Tempo... Seht ihr? Ja, easy. Guck mal. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Habt ihr es gesehen? Hätte ich Glaskanone genommen, wäre ich gerade gestorben. Oh mein Gott. Ja gut. Also wir brauchen dringend Rüstung. Aber dann nehmen wir auch Glaskanone nochmal mit, ist ja klar.
Also ganz oder gar nicht, sage ich immer. Ist ein Damage Race. Also, dass wir. Also, wir machen. Wir delivern den Damage, wirklich. Alter. An die Haustür. Einfach geil. Jetzt noch mehr Attack Speed, ein bisschen Rüstung und dann einfach so weiter. Übertrieben heftig. Wir rasieren ja alles. 1000 Money. Nehmen wir safe mit. Gut, hätte man auch ein besseres Item kriegen können, aber 15 Glück for free. Why not? Nee. Ja. Okay. 6 Fernkampf. Hätte auch safe. Ja, ist egal. Gift-Tonikum nehmen wir mit, weil Attack Speed und Crit. Wenn wir jetzt eine Jagdtrophäe. Komm, ich gönne mir, oder? Ich gönne. Nee. Welche Welle kommt jetzt? Welle 12? Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich könnte jetzt nur einmal saven, um mit dem Sparschwein richtig reinzuklotzen, weil mit 800 Attacken 20%. Ja, komm, let's go. Boom. 200 Gold gemacht. Coins. Ja, nächste Runde gehe ich aber in den Invest, okay? Nicht greedy spielen. Wir fahren echt gut. Jetzt nicht hier rumgreeden mit dem Sparschwein, nur weil wir bislang gut klarkommen. Ja? Das läuft echt sehr, sehr gut. Also, was soll passieren? Ne? Naja. 118er Hits hier. Ja, ja, ja. Junge, den Elite haben wir auch einfach gottlos weggeklatscht. Ist ja einfach nur geil. Guckt euch das an. Wenn wir jetzt noch... Guck mal, wir kritten jetzt. Junge, wenn wir jetzt noch ein bisschen Crit stacken, ist komplett vorbei, die Bude. Es ist insane, Junge. Mit einer Waffe rasieren. Ja, deswegen immer schön die Früchte auf dem Boden liegen lassen. Ist wie in echt. So. Okay. Wir haben übrigens gar keine so Bäume oder Truhen oder... Also Tasche und so bekommen, ne? Als Items, als Drops. Naja. Okay. Junge, wenn ich jetzt mit dem Sch- Noch einer, klar. 15 Glück, nee. Hm, ich würde mal auf Rüstung versuchen zu rollen. Okay, nee, sorry, das müssen wir nehmen. Ich nehme das jetzt und gehe jetzt voll ham. Oh! Oh! 0,7 Sekunden Abklingzeit. Ja, ist deutlich langsamer. Macht aber viel mehr Schaden. Also, ja, doppelten Base-Damage. Aber die 8 Projektile, ja, die machen halt reichweitskalierenden Damage. Deswegen ist das nichts. Nee, ist ein Bait. 10% Attack-Speed, das würde ich nehmen. Hier nehme ich nix. Hier nehme ich nix. Oh, das ist ja alles nichts. Hier, 12% Schaden. Ich brauche mal defensive Items, Leute. Ja, let's go, oder? ich wollte es loswerden um 21% mehr Damage. Okay, ich save. Bitte gib mir Rüstung. Crit und 3 Fernkampf. Für weniger Ausweichen nehmen wir. Komm, gib Rüstung. Okay, der Hase. Hier haben wir ein Rüstung und 3 Ausweichen. Immerhin. Hier haben wir auch ein Rüstung. Boom. Komm, jetzt mit dem Hasen einmal for free rerollen. Ah, da geht Crit und Angriffstempo runter. Okay, ich lasse erstmal. Ey, die Glaskanone. Junge, das ist die dritte Glaskanone. Wollt ihr mich komplett verarschen? Das sind jeweils 50% mehr Damage. Wir sind jetzt bei 240% mehr Damage. Machen 180 Schaden pro Hit. Und wir haben Crit-Chance gestackt. Das sind fast... Das sind 350er Crits. Was? Hier ist... Alles in One-Shot. Alles. Dieser Bild macht euch glücklich. Wirklich. Ihr rasiert... Und das ist der erste Try heute. Ich habe jetzt noch nichts vorab aufgenommen. Gut, ich habe gestern im ICE mit dem hier ein paar Runden gespielt. Deswegen weiß ich schon, worauf ich gehen muss. Also es ist auch so ein bisschen Self-Made-Bild, sag ich mal. Einfach ein paar Waffen rumprobiert. Hier den Geisterflint. Ja, dieser Dolch, der Attack Speed hochmacht für jeden x-ten Kill. Die Axt. Das habe ich alles ausprobiert. Alles nichts. Weil generell Nahkampfwaffen als Glaskanone ist schwierig. Weil du wirst einfach gehittet, ob du willst und nicht. Und du kannst nicht die ganze Map clearen mit einer Nahkampfwaffe. Allein, dass du die ganzen Dasher hast, macht es schwierig als Glaskanone. Weil du kannst sie nicht immer dodgen, aber sie sind auch nicht in Reichweite für die Angriffe.
Das hauen wir weg. So, hier nehmen wir jetzt Lebensabzug. Dann haben wir 10. Das nehmen wir mit. Geil. Reroll. Komm, Rüstung. Geil. Dann nehmen wir es jetzt mit. Boom. Alter. Oh mein Gott, 200 Base Damage. Okay. Das Tasche, weil einzigartig, kommt nicht wieder. Fledermaus, dann haben wir 12 Lebensabzug. Ich reroll noch einmal. Okay, liebes Alien. Geil, rein. Oh ja, très bien. Okay, aber wir haben echt wenig Rüstung. Wir brauchen dringend Rüstung. So, jetzt kommt ein Boss. Welcher ist es? Oh Gott, der Schlimmste. Den muss ich irgendwie schnell wegknüppeln. Seht ihr das? Seht ihr dieses Movement? Ich bin ein Gott in Brotato. Boom. No Hit Run. No Hit Run. Das ist einfach nur ein geiles Gott. Ich bin Half-Life, weil mich was berührt hat. Okay, ist wirklich ein No Hit Run. Also sonst sterbe ich, literally. Okay, ich brauche dringend Rüstung und Max Life. Um einfach die einzelnen... Aber ihr seht, es ist... Also ich clear alles. Hier spawnen die ganze Zeit die kleinen Viecher, die die Fernkampfhits machen. Ah, ich muss ja bei meinen Apparaturen bleiben. Die kommen nicht zum Schießen. Ich mach 400er Crits. In Welle 14. Hallo. Hallo. Das ist Content für den Main-Monitor. Versteht ihr, wie ich meine? Nee, das nehme ich nicht mehr. 6 Rüstung. Nehme ich. Muss ich. Boom. Haben wir positiv. Wir haben dafür jetzt Lebensabzug nochmal. Zack. Die ging ja gerade runter. Hier brauche ich nichts. Cyberball. 44 Schaden, ne? Das meinte ich. Wir haben jetzt okayisch Glück. Also es ist ein normaler Wert. Cyberball macht jetzt richtig Damage. Einfach weil wir 300% erhöhten Damage haben. Nehmen wir mit. Ich reroll. Weizen. Klar. Haben wir ein bisschen Ernte. 2 Fernkampfschaden. Ja, das war es auch eigentlich, ne? 2 Fernkampfschaden. Für 200 Tacken. Dann lieber erstmal die Medaille, wobei geht Crit-Chance runter. Aber 6% mehr Damage, ein bisschen Max-Life, ein bisschen Rüstung, ein bisschen Tempo. Ja, komm. Weizen würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Bei 2 Fernkampf... Wobei, mich würde mal interessieren, was 2 Fernkampfschaden, wenn wir 300% mehr Schaden haben. Ja gut, dann sind es halt 2, 4, 6, ne? Aber nee, hä? Der skaliert ja auch prozentual. Okay, rein. Mathe, Mann. So. Das kannst du hier komplett vergessen. Das ist nicht mehr normal. Also so rasiert habe ich mit dem noch nie. Und jetzt stellt euch mal... Ja, warte mal. Ich sag's noch nicht, weil vielleicht wird es eine Überraschung, je nachdem, ob wir das Item vorgeschlagen bekommen. Ich will es noch nicht vorweggreifen, aber es gibt eine Komponente, die alles entweder zum Einsturz bringt oder völlig eskalieren lassen kann. Ihr werdet sehen, falls ihr das Item bekommt, also falls ich es vorgeschlagen bekomme, reden wir drüber. Wenn nicht, sage ich es euch am... Sag ich es euch am Ende. Ich bin heute auch am Quasseln. Ich habe 2 Tage nicht aufgenommen, weil ich in Aachen war. Habe ich schon erzählt? Bei Julian Bam, Digga. Haben wir mal was zusammen gemacht. Das könnt ihr auf seinem Kanal am 23. Dezember begutachten. Das... Ich war voll mit Schleim. Das nur am Rande. So, weiter geht's. Oh, da ist einer mit einer Truhe. Stirbt on site. Rein. Nee, hätten wir Stromgenerator, würde ich es nehmen. 15% Attack Speed rein. Haben wir jetzt gerade 244. Ich nehme es nochmal. Nice. Wanderbot könnte man mitnehmen. Aber ich denke nicht. Weil wir haben den Zahn. Wie heißt der nochmal? Hässlicher Zahn. Ja klar, ist ein hässlicher Zahn. So. Nee. Ja, Ritual. Nice. Rakete würde ich auch mitnehmen. Ja, Blutegel. Boom. Geil. Jetzt haben wir echt gute Werte. Mashallah. Es ist übel. Wenn man mal auch überlegt, wie viel Geld uns, wie viel Coins uns das Sparschwein jetzt im ganzen Run eingebracht hat. Also es ist ja so worth. Das hat 70 gekostet. 70. Ist lächerlich. Also wirklich lächerlich. Ich kriege alles. Sogar die rot gebufften sind ein One-Shot. Guckt euch das an. Und da hätten wir jetzt Crit-Chance, ne? Heftig.
Was man auch tatsächlich machen kann mit ihm, das hat Pride gemacht. Hatte ich euch das Video gezeigt in einem anderen Rotate-Video. Der ist einfach, der hat einfach den hier ohne Waffe gespielt, weil er sich nur so eine Items geholt hat, wie Cyberball, Babyelefant und Monsterauge, Monsteraugen. Und damit hat er dann einfach den Run gemacht. Insane. Und stellt euch mal vor, wir hätten jetzt noch nicht Bandana, sondern... Nee, warte, das war trügerisch. Das, was ein Abpraller mehr macht. Wie heißt das nochmal? Bounce? Aber das macht minus 30% Schaden, glaube ich. Aber ach, das sind minus 60 dann. So. Ja, Rüstung ein bisschen. Ich glaube, ich habe echt wenig Rüstung. Und vielleicht kommt noch eine Glaskanone. Ja, da sind wir wieder, Freunde. Die vierte Glaskanone. Das sind schon 200% mehr Damage. Okay, Baby mit Bart nehmen wir mit, weil... Ich meine, lest euch den Effekt durch. Wir haben ultra wenig Reichweite dadurch. Kriegen wir vielleicht wieder hochgeschraubt. Also wirklich ultra wenig Reichweite. Aber immer wenn ein Gegner stirbt, richten wir... Dann wird eine, Feuer auf ein, eine Kugel auf einen anderen Gegner abgefeuert. Die, ich weiß nicht, ich glaube, den kompletten Fernkampfschaden anrichtet. Mit natürlich unserem Damage-Multiplikator von 400%. Kommt das hin? Nee. Oder? Ja, ist auch egal. Ich glaube, steht da gar nicht dabei. Naja, wie dem auch sei, das ist jetzt AOE-Clear des Todes. So, das bedeutet aber auch, wir bräuchten jetzt vielleicht ein bisschen Reichweite. Oder eine schöne Rakete. Ja, ach. Klar. Cyberball nehmen wir nochmal mit. Folter schon sehr gut, aber wir haben jetzt sehr viel Lebensabzug. Ich glaube, das gibt uns sogar... Aber 3 pro Sekunde schaffen wir nicht. Mit 16% Lebensabzug. Weil die Abpraller zählen nicht. Es sei denn, ich bin da falsch informiert, aber rein nach Beobachtung zählen die nicht. Deswegen, ich glaube, ich würde Folter mitnehmen. Bei 3 pro Sekunde ist echt viel. Ja. Okay, rein. Nächster Elite-Gegner, wo ist er? Ach, da oben. Ah, der ist der einfachste, finde ich. Mit genug... Wir haben halt ultra viel Tempo. Da ist der halt echt... Guckt euch das an, wie wir den löschen. Gelöscht. Junge, 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 Junge. Diese leuchtenden Projektile, das sind die Kugeln durch hässliches Baby. Heißt es hässliches Baby? Baby mit Bart, Entschuldigung. Es war hässlicher Zahn und liebes Alien und Baby mit Bart. Leute, können wir bitte irgendwie... Viren- und Bedrohungsschutz. Ah, ein Update. Schön. Ich hätte hier gerne Hand of Blood im Game. Leute, ich bringe so viel Brotato-Content. Wie... Also es gibt schon YouTuberInnen, die fast nur Brotato-Content uploaden. Aber ich bin auch gut dabei. 6 Rüstung rein. Ja, wir nehmen weiter mit. Ich hätte hier gern so eine Hand of Blood drin. Könnt ihr vielleicht mal den Entwicklern richtig auf den Sack gehen? Oder? Bei deren Steam-Page? Oder bei deren Twitter-Account? Ja, wobei, wir können den auch mal anschreiben. Vielleicht machen wir da so ein Placement draus. Die werden zwar keine Kohle wahrscheinlich haben, aber... Ja, dann vielleicht kein Placement, sondern einfach eine gemeinsame Aktion. Das wäre geil. Das würde ich übel fühlen. Ich finde, das müsste auch irgendwas mit Lebensabzug sein. Wegen blutiger Hand, you know. Oder irgendwas mit Leben. Was könnte das Item machen? Hand of Blood. Oder Bloody Hand. Vielleicht irgendwie mit jedem Hit fügt man sich 10% seines Damage Outputs irgendwie zu.
Aber man hat 50% mehr Leben. Nee. Oder vielleicht irgendwie, also halt krank viel Lebensabzug. Irgendwie 100%. 100% Lebensabzug. Ne, ist auf jeden Fall ein rotes Item. Aber man hat minus 30 Max Life oder so. Da müsste man irgendwie balancen. Nice. 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 So. Bandana. Hm. Ja, Blutspende bringt gar nichts mehr. Ja, ich weiß, das ist jetzt echt im Keller. Kriegen wir da vielleicht noch was? Das brauchen wir alles nicht mehr. Oh, Flosse nehme ich mit. Und Metallplatte nehme ich mit. Wie viel Damage machen wir eigentlich? Fast 300. Non-Crits. Das kann man sich nicht ausdenken. Alter, 600. So, ich bin gespannt, ob besagtes Item gleich noch kommt, von dem ich sprach vorhin. Wäre ein Banger. Wäre ein Banger, bin ich early. Da müssen wir jetzt aber richtig killen. Ey, mit Baby, mit Bart kriegen wir hier alles. Es ist so krass. Junge, Junge, Junge. Und immer wenn ich zu 15%, nee, 30%, ich habe ja zweimal Cyberball. Zu 30%, wenn ich ein Material einsammle, würde ich irgendwie auch nochmal so ein 50er verteilen, glaube ich. Es ist einfach geil. So, schön. Toll. Toll. Die Bäume killt man halt auch alle on site, ne? Das ist so lol. Das ist so lol. Und so toll. Ich kriege halt auch gar kein Damage, ne? Also das ist wirklich, der Charakter ist wirklich der Inbegriff von Glaskenne. Wobei, wir halten ja sogar ein bisschen aus, ne? Aber, so, jetzt pass mal auf. Wir haben 17% Tempo, da müssten wir 34% Schaden jetzt bekommen. Minus 5. Boom, geil. So, was nehmen wir hier noch? 9 Max Life? Das wäre jetzt echt super safe. 10% Attack Speed, oder? Ja, bisschen. So, jetzt, das gibt uns ja nochmal 20% mehr Damage. Das gibt uns nochmal 24% mehr Damage. Alter. Das gibt uns nochmal 10. Wobei, jetzt ist ein bisschen late. 90 für 10% mehr Schaden. Ja, komm, vielleicht kommen wir noch auf 500. Oh no, Mann, das wäre die fünfte Glaskanone. Ach du Scheiße. Hä? Ja, Nummer 6, also 12. Sind wir bei 494% Schaden. Das ist komplett dumm. Abfahrt. So. Oh. Ja, ich krieg ordentliche Hilfs. Aber ich regeneriere. Ja, ich hau mal rein. Kurz. Okay, hier ist es irgendwie doof, dass wir keinen Lebensabzug haben. Okay, ich rasiere jetzt einfach. Ich meine, wenn der schon reinhaut, ist schon gut. Jetzt haut er rein. Sehr gut. Das hat mich gewittert. Das wird jetzt nochmal kritisch. Wobei, ausgewichen. Das wäre wichtig, wenn der hier stirbt. Der ist schon... Jawohl, jetzt haben wir es. Okay. Ja, da hat man gesehen, ne? Also, Survivability war low. Aber mit genügend Tempo. Also, wir haben halt arsch viel Tempo. Klatschen wir den jetzt um. Wir haben auch wirklich gar keine Reichweite. Das ist echt ein Problem, ne? Aber wir hauen hier die 700er Crits raus. Okay, das Item, wovon ich vorhin sprach, war. Also, erstmal insane. Es ist wirklich insane. Das Item, von dem ich vorhin sprach, war der Vernichter. Der Vernichter macht 1000% Schadensskalierung von unserem Fernkampfschaden. Der war bei 38. Also 3800 Schaden auf die 200, rechne ich richtig, auf die 250 drauf, sind wir bei 4000. Und da dann noch die 400%, 500% Schaden drauf. Also, wenn ich das jetzt richtig rechne, dann wären das ja 5 mal 4000 grob. Dann wären wir
bei 20.000er Hits gewesen. Wenn ich das richtig gerechnet habe, die Bosse wären wahrscheinlich One- oder Two-Shot gewesen. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr diesen Bild spielt und so ab Welle 17, ihr findet so einen Vernichter, ist es wirklich sehr witzig, den einfach zu locken bis zur letzten Welle. Weil davor, wenn ihr den davor nehmt, sterbt ihr damit, weil ihr nicht mehr genug Clear habt. Ich verabschiede mich, meine Damen und Herren. Bis zur nächsten Brotato-Runde. Bleibt dabei. Haut in die Tasten, was Bloody Hand machen soll. Und wir sehen uns beim nächsten Brotato-Video. Tschüssi.